Okay. Dass Adil, also der blinde Passagier, da mit drinsteckt, hätte ich wirklich nicht gedacht. Der war mir zu auffällig auf dem Schiff als blinder Passagier. Du sollst nicht aussteigen. Was, wenn der Zug ohne dich weitergefahren wäre? Dann arbeiten Sie also bald als Arzt auf einem Schiff. Ich bin schon gespannt, wie das sein wird. Ich bin nicht gerade eine Wasserratte. Stimmt, der war ja doch mit auf dem Wenn Sie auf dem Schiff mal im Wasser stehen, muss irgendetwas erheblich schiefgegangen sein. Stimmt ja, ich dachte irgendwie, Dr. Gebhardt wäre erst auf dem Schiff gewesen, dazugekommen, aber der war ja schon vorher mit im Zug. Hätte ich ganz vergessen. Okay, wir haben also eine Rückblende. Wahrscheinlich, um jetzt herauszufinden, was hier alles passiert. Genau. Da und da. Was war das im Museum? Das lief nicht ganz nach Plan, nicht wahr? Und ich hasse es, wenn etwas nicht nach Plan läuft. Du hättest sie beinahe umgebracht. Du hast dich erwischen lassen. Es war nicht meine Schuld. Scotland Yard war da. Würde ich es für deine Schuld halten, würdest du jetzt mit einer Kugel im Kopf in der Themse treiben. Jemand hat Ihnen einen Tipp gegeben. Ich weiß nicht wer, aber ich werde es herausbekommen. Wo ist der Stein? Ah, wundervoll. Aber das ist erst die Hälfte des Lohns. Und das zweite Auge zu bekommen, wird schwieriger als geplant. Entschuldigung, ich musste gerade mal was trinken. Gut. Warum treffen wir uns hier, nicht wie geplant in Venedig? London hat viel Staub aufgewirbelt. Sie haben Legrand auf uns angesetzt. Nicolas Legrand? Er schnüffelt im Zug herum. Sollten wir unter diesen Bedingungen die Aktion nicht lieber verschieben? Im Gegenteil. Ich habe ihm einen anonymen Tipp gegeben. Einen Tipp? Ich habe ihm gesagt, dass der Zug überfallen werden wird. Sie können nicht ernsthaft vorschlagen, dass wir den Stein vor den Augen Legrands stehlen. Doch, natürlich. Immerhin bin ich ein Idiot. Die beste Möglichkeit ergibt sich nach wie vor in Kairo. Alles ist vorbereitet. Mr. X besorgt uns, was wir brauchen. Ich fahre wie geplant mit der Baronin nach Venedig und steige dort aufs Schiff. Mr. X. Genau das Gleiche wirst du auch tun. Und zwar so unauffällig wie möglich. In Ordnung. Auf keinen Fall darf jemand eine Verbindung zwischen dir und mir herstellen können. Verstanden? Also bleibt alles beim Alten? Sobald wir auf dem Schiff sind. Alles sehr komisch. Was ist jetzt mit Mr. X? Was soll das denn für einer sein? Irgendwie wird das gerade so ein bisschen dubios, die Geschichte. Ein bisschen merkwürdig. Dann schwinge ich mich also ins Auto und wir sehen uns in Venedig. Nein. In dem Punkt macht Legrand eine kleine Planänderung notwendig. Du fährst auch mit dem Zug. Und befestigst diesen Briefumschlag am Tresor, sobald der Zug in einem Tunnel zum Stehen gekommen ist. Ich werde für einen Stromausfall sorgen, sodass du dich an der Wache vorbeischleichen kannst. Du wirst nicht glauben, wer den Tresor bewacht. Der vertrottelte Bobby aus London. Im Zweifelsfall ziehst du ihm eins über den Schädel. Und Legrand? Du kümmerst dich um den Brief, alles andere regle ich. Wichtig ist nur, dass du im Zug nicht erkannt wirst. Und dass ich nicht erwischt werde. Okay. Was hat es mit dem Brief auf sich? Das geht dich nichts an. Ich würde nur gern wissen, ob ich mein Leben für ein Spielchen riskiere oder ob es das wert ist. Jedes meiner Spielchen wäre mir dein Leben wert. Du tust, was ich dir sage. Kleb den Brief an die Tresortür oder leg ihn oben drauf, ist mir egal. Aber der Brief muss an Ort und Stelle sein, sobald Legrand nach dem Stromausfall auftaucht, um nach dem Rechten zu sehen. Verstanden? Ja. Was? Ja, verstanden. Also er hat sich quasi hinten reingeschlichen und die ganze Zeit dann gewartet, oder wie ist das jetzt abgelaufen? Er ist ja auch gar nicht auf dem im Zug mit aufgetaucht, ne? Soweit ich mich erinnere. Auf jeden Fall waren die Briefe des Raben dann tatsächlich vom Raben. Das hätte ich gar nicht unbedingt gedacht. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass der tatsächliche Rabe wirklich irgendwie noch mit drin spielt.
Ich hätte gedacht, dass es wirklich irgendein Trittbrettfahrer bloß ist oder irgendjemand, der im Umfeld des Raben war und dann sein Erbe quasi weiterführt. Das heißt ja auch Legacy of the Master Thief. Also wäre das jetzt nicht so weit hergeholt gewesen. Aber gut, mal sehen, wie es sich noch entwickelt. Hat die Baronin immer noch keinen Verdacht geschöpft? Sie ist umgeben von einem Schleier aus Alkohol, Blasiertheit und Desinteresse. Den durchdringen nur Schmeicheleien, Tratsch und belgisches Konfekt. Ideale Bedingungen. Bin heilfroh, dass ich dieses Weibsbild bald los bin. Sie ist die perfekte Eintrittskarte für alle wichtigen Museen Europas. Aber das waren auch die längsten 6 Monate meines Lebens. Also waren die 6 Monate doch nur, um irgendwas zu erreichen. Ich hatte ja mal zwischendurch, als ich noch nicht wusste, dass es Dr. Gebhardt ist, im ersten Kapitel gemutmaßt, dass er vielleicht nur Butler bei ihr geworden ist, um sie zu töten, wegen irgendeiner unbekannten Vorgeschichte. Das war zwar nicht der Fall, aber zumindest ist er nicht Butler geworden, weil er Butler sein wollte, sondern mit Hintergedanken. Wie geht es dem Verletzten in London? Woher soll ich das wissen? Sie hätten das nicht tun dürfen. Was, deinen Arsch retten? Ich wäre auch alleine rausgekommen. Oh ja, der arme Wachmann. Das wäre aber auch wirklich nicht nötig gewesen. Was bin ich doch für ein böser Junge? Ich will nur nicht, dass jemand verletzt wird. Oh, bitte, bitte, sei mir nicht böse. Ich tue es auch nicht wieder. Ganz ehrlich, ich mag Mr. Inch als Raben nicht. Also, ich hatte ganz ehrlich was anderes erwartet. Jemanden, der, weiß ich nicht mehr Stil hat. Der hat keinen Stil für mich. Das passt nicht. Das ist irgendwie uncool. Ich weiß nicht. Wir haben das eine Auge und sind nur knapp davon gekommen. Willst du etwa vorschlagen, wir sollten uns damit zufrieden geben? Das einzelne Auge ist nicht mehr als ein wertvoller alter Edelstein. Aber beide Augen zusammen sind eine Legende. Mein größter Coup. Soll ich das Auge nicht vielleicht verwahren? Für den Fall, dass Le Grand ihre Sachen durchsuchen lässt. Ich verstecke den Stein im Gepäck der Baronin. Ich weiß schon wo. Le Grand wird es nicht wagen, ihre Sachen zu durchsuchen. Und selbst wenn, wird er das Geheimfach nicht öffnen können. Also gut, dann sehen wir uns in Venedig. Und nicht früher. Hier, nimm schon mal deine Reiseunterlagen. Vielleicht haben wir in Venedig keine Gelegenheit, uns zu treffen. In Ordnung. Okay, er war die schleichende Gestalt. Das ist dann schon die erste Planänderung. Was soll's. Dann geht's eben mit dem Zug nach Venedig. Ich hätte es echt gedacht, dass es eine Frau war. Aber gut, er hat ja eine relativ grazile Gestalt. Wir steuern jetzt ihn, okay. Wir sind jetzt Adil. Das wird interessant, denke ich mal. So, ich habe echt damals gedacht, dass Dr. Gebhardt erst auf dem Schiff dazugekommen ist. Aber der ist ja wirklich schon im Zug mitgefahren. Das habe ich echt komplett verdrängt. Ich weiß auch nicht, das ist mir komplett entfallen. Gut, schauen wir uns mal ein bisschen um hier. Erstmal, hier gibt es ja erstmal nichts Besonderes eigentlich. Vermutlich findet man keine Zeitung zwischen Moskau und Madrid, die nicht über den Einbruch berichtet. Ich bin berühmt. Leider nicht für ein sauber ausgeführtes Verbrechen. In der Kiste waren vermutlich mal Bananen oder sowas für einen der Züge. Jetzt ist sie leer. Sie ist aus sehr dünnen Holzbrettern zusammengenagelt. Vermutlich musste sie nicht sehr viel Gewicht tragen. So, wir können die mit irgendwas benutzen? Oh. Gut, lassen wir das erstmal. Vielleicht brauchen wir die gleich noch. Also ziemlich sicher brauchen wir die gleich noch. Aber wir schauen uns erstmal ein bisschen um, würde ich sagen. So, mal sehen, was wir sonst noch so finden können. Man kann zwar manchmal brauchbare Dinge in Mülleimern entdecken, aber dieser hier wurde anscheinend erst vor kurzem geleert. Gut. Der Steward aus dem Zug. Er hat einen wachen Blick auf seine Passagiere und ihr Gepäck. Der Zug hat einige Minuten Verspätung und vermutlich will er weitere Verzögerungen unbedingt vermeiden. Okay, den Steward hatte ich ja damals eigentlich im Visier auch gehabt, im Zug noch, das weiß ich noch, weil er dann auch weg war. Aber der hatte dann offenbar auch nichts damit zu tun. Er würde mich sehen, wenn ich versuche, den Zug zu betreten. Mit ein paar freundlichen Worten kann ich ihn vermutlich nicht weglocken. Eine der Zuggäste müsste ihm einen Auftrag geben. Optimal wäre, wenn ich dann noch irgendwie an seine Kleidung herankomme. Ach! Die Schaffneruniform wäre die ideale Tarnung. War er doch der... Er hat doch den Steward gespielt? Das habe ich nicht mitgekriegt, ganz ehrlich. Das habe ich komplett verdrängt, dass der so aussah. Er würde mich sehen, wenn ich versuche, den Zug zu betreten. Okay, das ist interessant.
Würde ich einfach den Zug betreten, würde mich der Schaffner vermutlich aufhalten und möglicherweise direkt der Bahnhofspolizei übergeben. Das kann ich nicht riskieren. Aber es ist halt auch so, Leute in Uniformen, denen schaut man nicht so direkt ins Gesicht, ne, und merkt sich die Gesichter dann. Selbst wenn ich den Schaffner ablenken und dann ungesehen in den Zug kommen könnte, im Zug würde ich in dieser schäbigen Kleidung sofort auffallen. Ich muss mir etwas Passenderes organisieren. Würde ich einfach den Zug betreten? Gut, das kann ich nicht riskieren. Haben wir ja jetzt schon gehört. Okay, dann machen wir mal weiter. Was sind wir hinten? Achso, den Transportwaggon. Okay. Man wird mich nicht im Transportwaggon mitfahren lassen. Auch nicht, wenn ich ganz nett darum bitte. Man kann es probieren. Sobald ich im Zug bin, muss ich eine Möglichkeit finden, unbemerkt in den Transportwaggon zu kommen. Aber immer ein Problem nach dem anderen. Gut. Einige Passagiere sind aus dem Zug ausgestiegen, um sich die Beine zu vertreten. Aber dieser Mann beginnt erst hier in Zürich seine Reise. Er musste etwa 10 Minuten auf den Zug warten und wurde zunehmend ungeduldig. Die Tasche deutet darauf hin, dass der Mann ein Arzt sein könnte. Er strahlt große Selbstsicherheit, fast Arroganz aus. Passt ins Bild. Eine Ledertasche, wie sie häufig von Ärzten auf dem Land benutzt wird. Zum Transportieren ihrer wichtigsten Geräte und Materialien. Wenn ich die Tasche verschwinden lassen würde, könnte das Verwirrung stiften und ich könnte mich vielleicht unbemerkt in den Zug schleichen. Das Problem ist nur, dass ich die Tasche nicht einfach mitnehmen kann. Ach, ich glaube, ich weiß, wofür wir die Kiste brauchen. Keine Chance. Ein Blick vom Arzt reicht und er würde sehen, wie ich mit seiner Tasche in der Hand wegspaziere. Er würde sofort Alarm schlagen und unser Schweizer Freund und Helfer hätte keine andere Wahl, als mich zu verhaften. Und dann hätten wir ein echtes Problem. Ja, dann müssen wir die Tasche nicht wegtragen, sondern sie verstecken, nehme ich an, ne? Weißt du schon mal auf die Zeitung? Einbruch im britischen Museum. Ein Verletzter. 5000 Pfund Sachschaden. Täter unbekannt. Ist der Rabe zurückgekehrt? Ich wäre ihnen auch so entkommen, aber Inch muss dir unbedingt Sprengstoff ins Spiel bringen. Ich hoffe, der Wachmann erholt sich bald. Ja, auch das passt halt nicht so zu dem Raben, was man am Anfang gehört hat, ne? Also, dass wirklich er selbst jetzt so militant auch auf diese Gewaltschiene geht und vollkommen rücksichtslos ist, das... Ich weiß nicht, also vielleicht... er auch bloß so, als wäre er der Rabe. Vielleicht ist er es doch nicht wirklich. Auch wenn man das jetzt erstmal annehmen soll. Na, achso. Benutze mit. Genau. Dann verstecken wir die Tasche doch einfach, anstatt sie mitzunehmen. Die Holzkiste ist groß genug, um die Tasche darin vollständig verschwinden zu lassen. Exactement. Sie wäre vor neugierigen Blicken geschützt und ich könnte mich unbemerkt vom Tatort entfernen. Bleibt aber ein Problem. Jemand würde es bemerken, wenn ich die Tasche hochhebe und in die Kiste stelle. Du sollst ja auch die Kiste über die Tasche stellen. Okay, was können wir noch machen? Wir haben was im Inventar. Ein Ticket für eine Reise mit der MS Lydia von Venedig nach Kairo. Einige Scheine und... Ein Pass. Ein Reisepass. Blanco. Es stehen weder Daten zur Person drin, noch gibt es ein Foto. Inch hat hervorragende Kontakte in die Unterwelt. Er kennt die besten Fälscher, Techniker, Taschendiebe und Trickbetrüger. Er selber ist dort aber eher unbekannt. Die meisten Leute wissen nicht einmal, dass sie für ihn arbeiten. Gut möglich, dass auch sein Kontakt in Kairo, dieser Mr. X, keine Ahnung hat, wer er ist. Meine Reiseunterlagen. Damit sollte ich problemlos nach Kairo kommen. Inch liebt den großen Auftritt und hat einen Hang zur Dramatik. Warum würde er sich sonst der Rabe nennen? Mir gefällt nur nicht, dass ich als kleiner Teil seiner Inszenierung den Kopf riskieren muss. Was soll es schon für einen Sinn haben, seinem Gegenspieler Nachrichten zu hinterlassen? Mich würde schon interessieren, welche Nachricht Inch für so wichtig hält, dass er dafür meinen Hals riskiert. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ich muss meinen Zug erwischen. Okay, können wir das Messer mit irgendwas benutzen? Ach, okay. Man könnte es ja auch einfach rumdrehen, aber hey, warum so einen Aufwand machen? Ich könnte vermutlich mit wenig Aufwand die Bodenbretter entfernen. Sie sind dünn und die Nägel dürften entsprechend kurz sein. Oder soll es den Deckel sein? Gut, ansonsten genau dasselbe, was ich vorher gedacht hatte. Okay. Nee, jetzt ist es ja komplett offen. Perfekt. Von 5 Seiten sieht sie wie eine ganz normale Kiste aus. Hä? Aber das Ding ist doch jetzt durchgehend. Na gut, was soll's. Machen wir es einfach trotzdem so wie vorher gedacht. Und damit hat sich das jetzt erledigt. Jetzt oder nie.